Auf der B470 zwischen Weiden und Pressert ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall. An der unfallträchtigen Ausfahrt bei Schwarzenbach wollte eine Toyota-Fahrerin auf die Bundesstraße in Richtung Weiden nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen aus dieser Richtung kommenden BMW X4, dessen Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Der Toyota wurde an der Fahrerseite getroffen und in die gegenüberliegende Ausfahrt geschleudert. Beim Eintreffen der Feuerwehr musste das Fahrzeug gegen Abrutschen gesichert werden. Die Fahrerin sowie ein sich noch im Toyota befindliches Kind wurden ebenso wie der BMW-Lenker mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Auf der B470 entstand durch den Feierabendverkehr ein großer Rückstau aus Richtung Weiden. Vor Ort war die Feuerwehr Schwarzenbach mit 15 Einsatzkräften zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn. Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber und der HVO Pressert vor Ort. Nach über 1,5 Stunden konnte die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.